Hi, heute zeige ich euch mal wieder, was ich jetzt wieder Neues dazu gekauft habe. Und zwar war ich schon wieder auf dem Schrottplatz und da habe ich diese ganzen Sachen gekauft. Und zwar ist das erstmal dieser riesige und ziemlich leistungsstarke Amazon Copeland Scroll Kühlkompressor. Der läuft von 380 bis 460 Volt. Na, jedenfalls ist das ganz schön viel. Der zieht circa 5 kW und hier ist das Klemmbrett. Alles ziemlich massiv und der ist auch wirklich wahnsinnig schwer. Hier sieht man genau, dass hier das gasförmige Kettenmittel angesaugt wird und hier das Verdichtete wieder rauskommt. Das Kettenmittel war R404A. So, dann der hier. Das ist einer von AEG Electrolux für das Kettenmittel R134A, also Tetrafluoretan. Also der war in ziemlich schlechten Zustand. Hier war alles kaputt. Und jetzt habe ich halt wieder so gut wie ich es konnte, wieder ein bisschen so repariert. Also das Teil, das ist so eine Art Startrelais. Hier nochmal eins. Und das war hier drin kaputt. Ich habe noch eins rumliegen gehabt, also habe ich das hier jetzt eingebaut. Der Anlasskondensator, der war noch heile. Und hier vorne fehlt zwar der Deckel, aber durch die Schlupflöcher habe ich jetzt ein bisschen wenigstens den Schutzgrad erhöht. Hier einfach Klemmen rangebaut von so einer alten Leuchtstofflampe mit Netzkabel. Und werde jetzt einmal starten. So, auf diesem kompakten Kühlsystem war auch noch ein Lüfter, also ein Wärmetauscher. Den werde ich jetzt auch einmal einschalten. Irgendwie geht es jetzt gerade nicht. Moment. So, jetzt geht's. So, und dann war noch ein Kühlkompressor von Embraco aus der Slowakei dabei. Hier war das Problem, also ich habe ihn angeschlossen. Hier wird übrigens auch nochmal ein Deckel davor. Also, ich habe ihn angeschlossen, das Licht wurde dunkler, er hat also gesummt, aber er hat nichts gemacht. Also, er hat nur gesummt und dann hat nach 2 Sekunden irgendwas drin Klick gemacht, dann war er aus. So, das Problem war nämlich, dass dieser Anlasskondensator kaputt war. Und deswegen hat er dann so einen Überhitzungsschutz abgeschaltet. Jetzt habe ich einen anderen Anlasskondensator reingebaut. Und den werde ich jetzt auch einmal starten. Aber den muss man beim Start festhalten, weil der hat einen ganz schönen Rückstoß. So. Der ist ziemlich leistungsstark. Die Kupplung kann man zum Beispiel super verwenden als Vakuumpumpe, weil der zieht wirklich ziemlich stark an. Und was ich mit dem mache, muss ich noch überlegen. Jedenfalls hoffe ich mal, euch hat das gefallen. Dann ciao, bis zum nächsten Mal.